wasserführenden Stollen dem Verlauf eines Wadis. Zu erkennen sind sie nur an den Einstiegsschächten, durch die man in den unterirdischen Teil gelangt, beispielsweise um Reparaturen auszuführen. Und es gibt immer etwas zu reparieren, vor allem bei solchen Fallaschkanälen, die über 20, 30 Kilometer unterirdisch verlaufen, bis sie endlich den Ortsrand einer Oase erreichen. Dort, wo der Fallasch ans Tageslicht kommt, wurde früher Trinkwasser entnommen. Heute werden viele Oasen über Trinkwasserleitungen aus Tiefbrunnen versorgt. Aber überflüssig ist ein solcher Fallasch auch heute noch nicht, wie man sieht.